Hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir starten heute durch und wir werden mal kurz sehen, dass wir die Tiere besorgt kriegen, und zwar Kühe mit Butter. Als erstes werden wir mal kurz ein bisschen Heu in den Schlafrichter fahren, aber noch Rest da. Damit das Lager geleert ist, dass wir zum nächsten Mal bei der Ernte Platz haben für Neues. Ne? Heu würde ich haben. Und dann ist es erledigt. Dann können wir uns sehen, dass wir da entsprechend später ja Nachschub bekommen. Zwar die Temperatur steigen ja nur langsam, also sicher, aber sicher, ganz sicher ist bald, dass wir bald Temperaturen im Flussbereich haben, und dann können wir davon ausgehen, dass wir mit der ersten Arbeiten beginnen können, das heißt düngen. Das geht dann sofort los und im weiteren Verlauf nachher auch die Aussaat Hopfen, Flügen sind wir noch auf 18, 17 und die Aussaat sind auch beginnen, Hopfen steht an. Ich werde hier auf der Wiese 21, da werde ich auf jeden Fall auch noch was einbringen. Wahrscheinlich Hopfen hier auf 1 und auf der ja, 14 wollte ich ja eigentlich Mais, aber mal schauen. Ne, Hopfen ist mir sehr wichtig, das haben wir nicht sehr wenig. In Anführungszeichen. Das war nicht kaum gereicht, bis zum Winter. Ne? Ja. Dann müssen wir mal sehen, dass wir ein bisschen mehr kriegen. Ne? Aber erstmal müssen die kleinen Kühe noch ein bisschen Futter. Brauchen bestimmt 3-4 Ladungen. Und dann sehen wir mal gleich zu, dass wir die Kälber umgestaltet bekommen. Man kann hier auch Heu rausnehmen oder Stroh, wenn was drin ist, dann muss man bevor einschalten. Ne? Aber wir haben es ja reingefahren, warum soll man rausfahren? Ne? Ja, wir werden immer nur die männlichen Kälber rüberbringen, an den Stall. Und die weiblichen, die Kasane stehen schön rein im Glied, jetzt sind sie durcheinander. Ne? Hier immer voll Futter. Dann weiter mal Stroh. Karambolage. Hier mal Wasser. So. Stroh gibt es auch noch gleich im Anschluss und später nachher, ja, die Schweine auch Stroh. Also die Muttertiere kriegen Stroh. Ja, Mist könnten wir auch noch hinfahren zum, ja, müssten wir sogar, damit es leer wird, ne? So. Ich kann jetzt auch noch nehmen, ne? Aber das passt alles rein. Ja. Oh, 70 Grad nicht mehr. Ist schon komisch, aber wirklich, kann man nicht mit dem Schlaf sein. Ob es daran liegt, ob wir jetzt mit einem anderen System fahren. Mit 144 Hertz oder so, ne? Also könnte ich ja fahren, ne? Aber also oben erstmal auch 60 oder so. Aber ob die andere Einstellung ein bisschen was beeinflussen könnte, weiß ich nicht.
müsste mal auf 2K probieren, ob das besser ist. Im Spiel. Aber das zeigt er mir da nicht an, also dass ich da so einstellen könnte. Ich könnte höchstens auch HD nehmen, normal HD oder noch weniger HD als, ne? Aber ich lasse es mal so. Bin hier mit ganz gut gefahren. Geht wohl rein, ne? Ich meine, gut, die Produktion in 2 Tage ist ja wieder was hergestellt worden. Ja, da ist er jetzt zu sehen. 177.000 Heu. Dann wird er mit der Verarbeitung her auf die Silage irgendwann auch weggehen. Die sechs Ballen werden sie irgendwann auflösen. Aber wir werden eh Silage von der BGH erholen. Werde ich mir eine Fräse besorgen? Müsste ich eigentlich haben. Denn wo muss halt die Lage von da? Also der Türpfosten muss man wohl allerhand aushalten, ne? Ja, der andere auch. So, jetzt sehen wir uns nicht. Das ist blöd. Da kommt so was raus, ne? Nummer 3. Und hier geht schon 4 rein im Anhänger, ne? Also 47.000. Juckt. Nur krass, ne? Ja. Ach, 42.000, okay. Nur 4, glaube ich, jetzt. Ja, da können wir mal sehen, was wir noch im Stall haben, ne? Und, Quatsch, was die Produktion noch hat für Schweinefleisch. Wurst. Da werden wir auch mal schauen. Ist leer, beziehungsweise ist voll. Dann werden wir jetzt den Rest ins Lager reinbringen. Das große Lager. Und dann können wir gleich Stroh. Also Kaster baut aktuell eine automatische Fütterung. Das wäre für mich so voll interessant. Vielleicht gibt es auch dann gleich mit Stall dazu, ne? Wo sind alles schon drin ist und funktionieren könnte. Aber erste Freiung, das dauert ein bisschen, ne? Da muss ja alles ja, von der Grafik gemacht werden und von der, dass ja animiert ist, ne? Das ist ja zu sehen, wie es funktioniert. Daher warten und Tee trinken, ne? Also ja, schön weiß, ne? So, wir brauchen Stroh. Ja, Stroh werden wir das auch noch viel machen müssen. Aber wir haben jetzt 2 Felder auf jeden Fall da, große mit Weizen und mit Gerste, da kommen wir zusammen. Können wir natürlich auch Stroh fahren, ne? Sammelwagen wird noch zu besorgen, ne?
einen großen oder zwei. Einen haben wir ja schon. Meines Wissens haben wir einen auf jeden Fall. Aber wir müssen einen weiteren zunehmen. Also hier vorne, stimmt ja. Zu weit gefahren. Da müssen wir schön Mist kriegen, ne? So schön Mist ist schon voll, riesiger Berg. Müssen wir auch mal einmal wegfahren. Das passt und der Rest kriegen die Schweine. Muss ich kurz überlegen. Schweine? Achso, ja, genau. Ich wollte ja Dings machen, ne? Ich wollte ja umstallen. Also müssen wir im Prinzip vorbereiten. Das heißt, haben wir einen Wasserstall schon gebaut? Ne, haben wir nicht. Machen wir gleich. Wir bauen unsere Wasseranlage um. Das heißt, es ist ja jetzt original irgendwo hingestellt worden. So, wir müssen es aber trocken kriegen, ne? Ist aber drinnen vom Regen. Ich frage nicht, wie es reingekommen ist. So, dann mal immer anmachen hier. Ah, R. So, jetzt geht das los. Wir müssen jetzt den Wasserhahn natürlich hier bringen, ne? Macht ja Sinn. So, jetzt geht das los mit G. Den anderen Teil aktivieren, also greifen und mit der Maus überschieben. Man kann auch mit der Maus das Ding drehen, ne? Also man kann das so machen und mit der rechten Taste links, rechts, ne? Also im Prinzip ziehen. So, jetzt kommt gleich wieder, ne, kommt nicht. Und da wir jetzt fertig sind, machen wir jetzt dann einfach so, man kann es auch hoch runter machen, ne? Also man, links ist ja die Art beschrieben und dann Enter und fertig. Und schon haben wir das entsprechend verdreht, umgebaut. Natürlich geht es noch nicht auf, nur weil wir hier da sind. Dann gehen wir jetzt mal zum Viehtransporter. Und holen wir uns die männlichen Tiere raus, die mit männlichen Bullen. Ich habe das gerne ein bisschen sortiert. Eigentlich auch die weiblichen Tiere, aber da muss man mal ein bisschen. Ja, das ist ja das nächste normalerweise. Aber aktuell reicht das Geld nicht für einen weiteren Stall. Zweitens muss ich mir überlegen, ob ich den Schweinestall hier wegnehme und mal sehen. Können wir auch erst bauen, wenn wir Geld haben, ne? Egal, ob wir jetzt planen und machen, wir können es ja nicht gucken, weil wir es ja nicht hinstellen können, ne? Weil wir ja nicht, auch nicht sehen können, wenn es Geld fehlt. Da ist noch eine freie Fläche da oben, also an den vier Stellen. Da müsste dieser Stall eigentlich hinpassen normalerweise. Der ist da verkehrt. Die Tiere gehen jetzt in einen anderen Stall und nicht in die Schlachtung, ne? Aber man wird es betonen, ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir es hier haben, ne? Also die weiblichen nicht, männlich. Ja, verschieben. Die Masse sind ja weiblich. Haben wir echt nur weibliche Nachwuchs? Das sind die älteren Tiere. Das wäre ja gemein, wenn nur ein Tier das. Bricht doch aus. Weiblich, 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 weiblich. Und das sind die Älteren. Okay, nur weibliche Tiere.
Also wegen Einfahren nicht, ne? Also das arme Tier alleine da im Stall. Das ist ein Shit. Und nehme ich die weiblichen Tiere auch raus erstmal? Aus Prinzip mal, ne? Nur ein Tier ist blöd, aber ich will die Kälber ja extra haben, ne? So oder so. Und später werden wir das entsprechend anpassen. So, Zeit. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen, dann sag mal tschüss und winke winke, ciao. Ja, es geht weiter, nächste Folge mit den neuen, also unsere Kälber versorgen, ne? Und das erste Mal Fleisch verkaufen. Tschüss und winke, ciao, bis dann, tschüss.